Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend. Dementis, neue Vorwürfe und Spekulationen. So lassen sich die Reaktionen auf den Spiegelbericht über eine geheime Opposition innerhalb der SED umschreiben. Die Bundesregierung wies heute Anschuldigungen der DDR entschieden zurück. Der Bericht sei ein Machwerk des Bundesnachrichtendienstes BND. Völlig unbegründet seien in diesem Zusammenhang auch Vorwürfe gegen zwei Korrespondenten des Nachrichtenmagazins sowie einen ZDF-Redakteur in Ost-Berlin. Die Zeitungen in der DDR hatten heute einheitlich und in großer Aufmachung den Journalisten Zusammenarbeit mit dem Bundesnachrichtendienst vorgeworfen. Den Dunst, der heute über Ost-Berlin liegt, kann man auch politisch sehen. Der Vorwurf gegen Westjournalisten lautet, sie wären für einen Geheimdienst der Bundesrepublik tätig geworden. Doch das Neue Deutschland, das seinen Lesern sonst nicht zu lachen gibt, verbreitet diesen ernsten Vorwurf heute unter der kabarettistischen Überschrift »Wird die BRD, also wird die Bundesrepublik Deutschland, kommunistisch?« Dem satirischen Touch des Neuen Deutschland entspricht das Vokabular, mit dem die Vorwürfe von den Journalisten zurückgewiesen werden. Sie nennen sie absurd und lächerlich. Qualität und Herkunft des vom Spiegel veröffentlichten, angeblich SED-innerparteilichen Oppositionspapiers sind hier weiterhin umstritten. Abenteuerliche Spekulationen laufen um. Die eigenartige Kombination von lockerer Verpackung und massiven Beschuldigungen im SED-Zentralorgan werten politische Beobachter hier als Zeichen dafür, dass sich die DDR-Führung alle Aktionsmöglichkeiten offen halten will. Bisher gibt es keinerlei amtliche Äußerung oder Maßnahme. Man erwartet hier, dass die morgen anstehende Tagung des Politbüros des ZK der SED Klarheit bringt. An der DDR-Grenze zur Bundesrepublik wird offenbar weniger geschossen als früher. Die Zahl der Gewaltakte, so erklärte heute die zentrale Erfassungsstelle der Länderjustizverwaltungen in Salzgitter, habe 1977 gegenüber dem Vorjahr abgenommen. Insgesamt seien 60 Fälle mit Schusswaffengebrauch registriert worden. Dies führt die Behörde unter anderem darauf zurück, dass immer weniger DDR-Bürger wegen des fast undurchdringlichen Sperrgürtels eine Flucht versuchen. Sie wies aber auch darauf hin, dass Grenzzwischenfälle wegen der Verlegung vieler Sperranlagen tief ins Hinterland oft nur noch schwer zu beobachten seien. Dem Finanzamt nicht mehr Geld geben, als ihm zusteht. Unter dieser Devise hat das Bundespresseamt heute auf Broschüren und Organisationen hingewiesen, die für die Steuererklärung und den Lohnsteuerjahresausgleich die nötigen Tipps geben. Unter anderem wies das Amt auf die Lohnsteuerberater der Gewerkschaften und die rund 350 Lohnsteuerhilfevereine hin, die für ihre Arbeit nur geringe Gebühren erheben. Um den Gefahren der Umweltverschmutzung besser begegnen zu können, müssen etwa 50.000 Betriebe in der Bundesrepublik einen sogenannten Abfallbeauftragten haben. Seit gestern ist dies gesetzliche Pflicht. Große Firmen haben ihn schon vor der neuen Rechtsverordnung freiwillig eingeführt, den Abfallbeauftragten. Manfred Hauke, ausgebildeter Physiker, ist bereits seit 4 Jahren in dieser Eigenschaft bei den Hösch-Hüttenwerken in Dortmund tätig. Nach der jetzt gültigen Verordnung müssen Abfallbeauftragte berufen werden für Abfallbeseitigungsanlagen, wenn sie größer als 4000 Quadratmeter sind, Lagerstätten von Abfällen und Autowracks, Fabriken, in denen Farben, Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfungsmittel hergestellt werden, außerdem Krankenhäuser. Der Betriebsbeauftragte, eine Art Abfallkontrolleur, soll den Weg der Abfälle von ihrer Entstehung bis zur Beseitigung verfolgen und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen überwachen, die zur Abfallbeseitigung erlassen wurden. Hösch produziert jährlich zwischen 5 und 7 Millionen Tonnen Stahl. Pro Tonne fallen 600 Kilogramm Reststoffe an. Doch die Hochofenschlacke ist total wiederverwertbar im Straßenbau und in der Zementherstellung. Problematischer sind Schadstoffe, die in die Luft oder in Gewässer abgeleitet werden. Im Fischtest werden hier Wasserprobleme simuliert und so die Belastungen durch die Abwässer der Hütte ermittelt. Der Abfallbeauftragte wird zum Umweltschützer. Zum zweiten Mal in ihrer Geschichte ist die indische Kongresspartei seit heute gespalten. Zum zweiten Mal nach 1969 ist Drahtzieherin wiederum die im Frühjahr bei den Parlamentswahlen vernichtend geschlagene ehemalige Ministerpräsidentin Indira Gandhi. Sie hatte gegen den erbitterten Widerstand der Parteiführung zu einer sogenannten Versammlung der Kongressmitglieder nach Neu-Delhi eingeladen, um sich per Akklamation zur Parteichefin wählen zu lassen. Die Spaltungsveranstaltung, der sogenannte Nationalkonvent der Kongressleute, war so gelegt, dass die internationale Presse, die den Präsidenten Carter begleitet, Notiz nehmen sollte. Aber sie kümmerte sich nicht darum.
knapp 5000 Unentwegte eilten unter die Fahnen. Die Delegierten waren in der Minderzahl. Ihre Namen und Zahlen wurden Journalisten vorenthalten. In Gegenwart Indira Gandhis wurde die Flagge gehisst. Beim Singen der Parteihymne waren die Misstöne unüberhörbar. Diese Parteigruppierung hat kaum Lebenskraft. Auf Konfrontationskurs will Indira Gandhi mit ihrem wahren Kongress gehen. Die Parteiführung sieht den Rebellionsakt als illegal an. Die hartgesottenen Indira-Parteigänger fordern hingegen den Parteivorsitz für Indira Gandhi. In ihrer Ansprache rückte sie erstmals ab von denen, die im Notstand über die Zügel schlugen. Zugleich wollte sie ihre Verantwortung für die Diktaturauswüchse auf andere Schultern übertragen. US-Präsident Carter ist nach dem Jubel bei seiner gestrigen Ankunft in Neu-Delhi heute auf politischen Widerstand gestoßen. Bei seiner zweiten Begegnung mit Ministerpräsident Desai machte dieser ihm klar, dass Indien auf der vertraglich vereinbarten Lieferung angereicherten Urans bestehe. Desai hat es strikt abgelehnt, als Gegenleistung für weitere Kernbrennstofflieferungen aus den USA den Atomwaffensperrvertrag zu unterschreiben. Als Carter gegenüber Außenminister Vance seiner Verärgerung darüber Luft machte, wurde eine Journalistengruppe unfreiwillig Zeuge. In seiner Rede vor dem Kongress in Neu-Delhi, dem indischen Parlament, ging Carter auf das Atomgeschäft nicht mehr ein. Hauptthema war der Regierungswechsel in Indien. Die indische Bevölkerung habe bei den Parlamentswahlen im März mit Donnerstimme gesprochen. Das sei überall in der Welt gehört worden, erklärte Carter. Das eigentlich Bemerkenswerte sei nicht gewesen, dass eine bestimmte Partei gewonnen habe, sondern dass die größte Wählerschaft der Erde ihre Führer frei und klug bestimmt habe. In diesem Sinne hat die Demokratie in ihrem Lande den eigentlichen Sieg davongetragen. In this sense, democracy itself was a victor in your country. Morgen setzt Carter seine Reise fort. Er fliegt von Neu-Delhi zu Gesprächen mit der saudi-arabischen Regierung nach Riad weiter. Themen hier das Energieproblem sowie der Nahostkonflikt. Tags darauf will der US-Präsident dann in Aswan mit dem ägyptischen Staatschef Sadat zu einem ursprünglich nicht geplanten Meinungsaustausch zusammentreffen. Ob auch Bundeskanzler Schmidt daran teilnimmt, ist noch unklar. Der Grenzkrieg zwischen den beiden kommunistisch regierten Staaten Vietnam und Kambodscha hat die chinesische Regierung in Peking alarmiert. Offensichtlich setzten auch heute die militärisch stark überlegenen vietnamesischen Truppen ihren Marsch am sogenannten Papageienschnabel auf Phnom Penh fort. Ziel der Offensive, so spekulieren ausländische Beobachter, sei der gewaltsame Sturz des kambodschanischen Regimes. Bei dem Absturz des Jumbo-Jets vor der Küste von Bombay sind alle 213 Insassen ums Leben gekommen. Das bestätigte heute ein Sprecher der Fluggesellschaft Air India. Die Maschine war gestern Abend, kurz nach dem Start in Bombay, explodiert und ins Meer gestürzt. Deutsche Passagiere waren nach bisher vorliegenden Informationen nicht an Bord. Dieser Erdgasbrand in der kanadischen Provinz Alberta konnte jetzt gelöscht werden. Der amerikanische Brandspezialist Red Adair brachte an der Unglücksstelle 250 Kilogramm Sprengstoff an, die gezündet wurden. Mit dem Explosionsdruck wurde auch der Sauerstoff fortgeblasen, sodass das Feuer erlosch. Jetzt bemüht sich der Spezialist darum, das Leck an der Leitung abzudichten, aus dem täglich 80.000 Kubikmeter Erdgas ausströmen. Red Adair hatte bereits den Brand im Ekofisk-Ölfeld in der Nordsee erfolgreich bekämpft. In der kanadischen Provinz Alberta ist es in den vergangenen Wochen zu mehreren Erdgasbränden gekommen. Zum Schluss eine Geburtstagsfeier. Die Hamburgische Staatsoper wird heute 300 Jahre alt. Am Haus in der Dammtorstraße zeigt nur die Fahnen des Bundes und der Hansestadt Hamburg, dass hier das Jubiläum des ältesten Opernhauses in Deutschland überhaupt gefeiert wird. Bundespräsident Scheel gehörte zu den Ehrengästen. Die Hamburger verweisen mit Stolz darauf, dass ihre Oper im Gegensatz zu den fürstlichen Hoftheatern früherer Zeit immer eine Bürgeroper gewesen ist. Zugänglich für jedermann, mehr oder weniger demokratisch geleitet und ein Raum der Freiheit für die künstlerische Arbeit. Am 2. Januar 1678 war mit einem heute unbekannten Stück in einem schuppenähnlichen Holzbau die Oper in Hamburg eröffnet worden. Heute ist es ein Haus mit 1600 Plätzen und 670 Quadratmetern Bühnenfläche. Vor einer Stunde hat hier die Festaufführung des Rosenkavalier begonnen. Das Wetter. Im Süden heiter oder sonnig, sonst meist stark bewölkt und zeitweise Regen. Tiefstemperaturen kommende Nacht in den mittleren und nördlichen Landesteilen um 5 Grad.